Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maschengedöns im neuen Jahr. Ja, ihr seid hoffentlich alle gut durch die Weihnachtsfeiertage und Silvester gekommen. Ich bin froh, dass es vorbei ist und wir jetzt endlich in einem neuen Jahr starten können. Genau, und ja, fangen wir einfach direkt an. Ich zeige euch, was ich in der letzten Zeit ja, gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mein letztes Video kam noch im Dezember raus. Also ist schon locker über einen Monat her oder 1,5 bis 2 Monate, dass ich, glaube ich, letztes Mal aufgenommen habe. Ich hoffe, ich zeige nichts doppelt und ja, habe irgendwie alles dabei. Aber das werden wir sehen. Es ist sehr viel, habe ich den Eindruck. Sehr ungeordnet wie immer, aber das seid ihr ja gewohnt von mir. Womit fange ich an? Ich zeige euch als erstes die fertigen Sachen und dann machen wir weiter. Genau, so wie ich das eigentlich immer mache. Ich hatte euch das letzte Mal, glaube ich, gezeigt, dass ich einen Hab, wie auch immer, stricke. Aus Restegarn sozusagen, ganz relativ schlicht glatt rechts mit Hebemaschen. Da sieht man schon was, naja. Und den hatte ich ja zu Ende gestrickt und gespannt. Ich habe es endlich geschafft, den zu waschen und zu spannen, wobei das jetzt irgendwie die Kante sich nicht so super hat rausspannen lassen. Könnte an der Wolle liegen. Ich weiß nicht, was das ist. Und sie ist halt auch sehr klein, ne? Aber naja. Naja, egal. Also ihr seht eh schon das Dilemma. Ich habe es einweichen lassen und habe es vergessen. Habe keine Farbfangtücher reingeschmissen. Und das ist das wunderschöne Ergebnis. Ja, da machst du nichts. Das ist drin, das geht auch so nicht mehr raus. Einzige Möglichkeit wäre überfärben. Schwarz vielleicht, keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt nicht so mega traurig. Also im ersten Moment war es natürlich blöd und ist schade um die Wolle, wobei es ja anscheinend tatsächlich nur um diese, ja, um die Grautöne geht, ne? Die sind ja, die anderen könnte man theoretisch ribbeln und nochmal verwenden. Ja, keine Ahnung. War halt nix, war ein Satz mit X. Ist aber sehr, sehr schön groß geworden. Also, ach so, nochmal Armspanne. Es hat's locker erreicht in der Mitte. Ach, und dann auch noch so ein Stück dran. Also, das kann man sehr gut tragen. Vor allem doppelt dann auch einfach zum Wärmen. Aber naja. Mal sehen, also die eine Seite, wenn man es jetzt so hat, ist schon sehr, sehr heftig. Wenn man das jetzt auf dem Rücken tragen würde und die nimmt, ist es nicht ganz so schlimm. Ja, was soll ich sagen? Ich zeige es jetzt nicht viel weiter. Wenn ich das jetzt sehe, krieg ich schon raus. Ja, egal, so schlimm ist nicht, wie gesagt. Dafür, huch, Entschuldigung. Dafür habe ich aber meinen Colding fertig gestrickt. Theoretisch. Den hatte ich euch auch das letzte Mal gezeigt. Voller Hundehaare. Ja, hier ist er. In voller Pracht. Das Design ist von Chris Berlin, der Colding. Aber ich glaube, den kennt fast jeder. Mal gucken hier. Genau, in der Mitte mit dem Patentgestrick. Ja, mit dem Licht, man sieht es schon, ne? Ich habe mir heute hier eine Lampe hingestellt, die mich gerade die ganze Zeit anstrahlt. Ist eigentlich nicht so angenehm für mich jetzt, aber ich glaube, für das Licht hier insgesamt ist das schon ganz, ganz gut. Genau, dieser Mittelteil, der ist auch sehr, sehr breit geworden. Obwohl ich glaube, ich habe weniger Waschen als bei dem Original Colding aufgenommen. Kann aber sein, dass meine Wolle was dicker war. Das ist so ein Sportweight-Yarn. Garn, und zwar Fiete Garn, Supergar von der Karin. Superschön. Superschön, ja. Also, fast fertig oder so, habe ich gesagt, weil mir, als der dann fertig war, sozusagen, ist mir aufgefallen, dass ich die Anleitung wohl angepasst hatte. Das ist so, wenn Stricksachen so lange liegen bleiben, ne? Und zwar habe ich im Gegensatz zur Originalanleitung diesen glatten Rechtsteil bis, ja, bis hier zu dem Anfang. Also von hier bis da, wo, fällt hier runter. Also von
hier bis da zu dem Mittelloch Löchern hier habe ich zusätzlich gerade rechts mit dieser Mittelmasche da gestrickt. Das wusste ich nicht mehr und habe das hier nicht gemacht. Sprich, ich habe hier bis hierhin das Rechts-Links-Muster gestrickt und dann sofort mit der Abschlusskante angefangen. Ich habe dann eine Umfrage auf Instagram gemacht und dann, ja, die meisten waren dafür, egal, ignorieren. Sieht man beim Tragen nicht. Habe ich dann auch gedacht und habe ja den auch einmal, zweimal getragen und irgendwie stört es mich. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass dieses Stück länger ist, wenn man den jetzt auch noch mal so binden will. Also vielleicht kann ich euch das zeigen. Wobei mir gerade so warm ist durch das Ranschleppen der ganzen Sachen. Also wenn man den jetzt um hat, will den dann noch binden. Man sieht es direkt. Das hier ist die Möglichkeit zum Binden. Und die ist hier halt so kurz. Das ja ist suboptimal, ne? Also so würde ich jetzt auch nicht tragen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt überlegt, ob ich den nochmal aufribbel und das Stück dran stricke. Also so viel Arbeit ist das jetzt ja nicht. Das ist ja. Oh, direkt mal wieder abmachen. Das ist ja quasi. Ja, das Stück wird geribbelt hier, dann wird noch mal ein Stück dran gestrickt und das noch mal gestrickt. Also Wolle habe ich noch genug, das wäre nicht das Problem. Ja, ansonsten wirklich ein tolles Design. Also ich meine, das spricht ja schon dafür, dass es so unendlich viele Menschen stricken, ne? Das ist schon der Hammer. Ja, aber halt ein sehr voluminöses Tuch. Ihr könnt, wenn ihr dann, also wer dann noch nicht gestrickt habt und den zu groß findet und kleiner möchte, die, ach, mir fällt nie der Vorname ein, wenn ich da von Willows Knits, nee, heißt sie überhaupt noch so? Hat sie mich nicht umbenannt? Okay, Marion, egal, die hat ja auch einen Podcast. Und sie hat in ihrem Ravelry-Account, glaube ich, aufgeschrieben, wie man den kleiner und schmaler stricken kann. So, wenn ihr da Interesse habt, schaut da rein. Muss man mal kurz bücken. Oh, alles nach unten gefallen. So, das war das zweite fertige Teil. Jetzt kommt das. Ne, das machen wir gleich. Das dritte fertige Teil. Das. Ich habe eben überlegt, ob ihr den schon kennt. Und ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, den habe ich im Dezember gestrickt. Und zwar ist das mein nächstes Design, was rauskommt. Und zwar am 26. Januar ist geplant. Das ist freitags, 26. Januar. Immer dran denken, wenn ihr die Sachen toll findet, in den ersten paar Tagen gibt es immer einen Veröffentlichungsrabatt von 10%. Ja, das ist ein Lace-Tuch, wie ihr seht. Rund um Lace. Und zwar ist das gestrickt aus West Yorkshire Spinners Exquisite. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich habe euch das schon mal gezeigt, den Anfang. Kann das sein? Ich glaube, ich habe euch den Anfang hier schon gezeigt gehabt. Das sieht nämlich, oh ne, muss ich so umhalten, glaube ich. Ja. Licht kommt von da. Genau, das ist so ein Muster hier, so ein Lochmuster, was sich den Hauptteil des Tuches überzieht und am Schluss kommt da so eine, wie ich finde, wirklich hübsche Kante raus. Ich bin da noch nicht so erfahren im selber Lace Design und bin dann immer noch selber überrascht, ja, was dann dabei rauskommt. Und bei der Kante fand ich, also ich fand es einfach irgendwie, finde ich immer noch mega hübsch. Ach, kann ich das denn mal? Ich glaube, im Ganzen zu zeigen ist am besten. Oder ich füge euch schon mal Fotos hier ein. Schon mal von den ein, zwei Teststricks, wo ich schon Fotos von habe und von meinem. Ja, also das ist, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das, genau, ich habe das ja aus dem Lace-Garn gestrickt, dem West Yorkshire Spinners Exquisite Lace, 800 Meter auf 100 Gramm. Das ist ein Garn mit Seide und ich habe natürlich nicht die ganzen 800 Meter verbraucht.
Ich glaube um die 600 habe ich jetzt aber hier nicht stehen. Das seht ihr ja dann auf der Seite, wenn die Anleitung veröffentlicht, steht das ja da drin alles. Und es ist ein Leichtgewicht geworden. Gestrickt habe ich das mit Nadelstärke 3,5, glaube ich. Da muss man halt gucken, wie einem das Maschenbild gefällt. Ja, eigentlich angezogen habt ihr es an ihr schon gesehen. Bei ihr sieht es auch besser aus als bei mir auf diesem dunklen Oberteil. Ja, da kann man halt, also schön, schön lang geworden. Viele meiner Teststrickerinnen haben das Tuch aus Fingering Weight Garn gestrickt. Ich muss mal hier gerade gucken. Also, das hat eine ganz entspannte Arbeit. Also, es wird über 1,60 sein. Ja, haben das aus Fingering Weight Garn gestrickt, also dickerem Garn. 400 Meter auf 100 Gramm anstatt diesen 800 Metern, also doppelt so dick. Und die Tücher sind auch stark geworden. Also da habe ich echt auch überlegt, ob ich mir noch eins stricke. Die sind natürlich viel größer geworden, wirken auch noch mal anders. Ja, werdet ihr an den Bildern sehen. Ja, es hat echt Spaß gemacht, in dem Teststrick dann auch zu schauen, wie das eine oder andere da wirkt. Alleine nur durch das unterschiedliche Garn. Wir haben auch eine Teststrickerin dabei, die hat einen Fade, also ein Fade hier oben, drei Farben drin, gefadet, und hier unten eine Farbe für die Kante gemacht. Auch total spannend. So. Ja, also das Tuch gibt es ab dem 26.01. Interessant ist, ich kann euch gar nicht sagen, wie es heißt, weil ich noch gar keinen Namen habe. Wenn ihr Namensvorschläge habt, dürft ihr die gerne hier unter das Video schreiben. Ja, wenn mir da was gefällt, nehme ich da immer mal gerne was. Ja, genau. Das zu meinem letzten Teststrick. Und vor dem letzten, nee, wie sagt man, nach dem Teststrick ist vor dem Teststrick. Und ich suche hier gerade eine Banderole. Finde ich gerade nicht. Ich habe vor, wo war das denn? Auf dem Kasseler Wollfestival habe ich Wolle bei einer für mich neuen Wollfärberin gekauft. Und zwar heißt sie Atelier Kuschelzeit. So. Und das ist ein total tolles Garn. Nee, ich muss da wirklich mal die Banderole holen. Ach, hier ist sie, wollte ich gerade sagen. Atelier Kuschelzeit. Also hier steht nur Kuschelzeit da drauf. Und der Name der Wolle, also die Färbung, ist Stormy Lake. Und das ist ihre Evangeline. So nennt sich die Qualität. 70% Baby-Alpaka, 20% Seide und 10% Yak. Da konnte ich nicht noch einen sagen. Ist noch ein Superwash. Lauflänge hat diese Wolle 225 Meter auf 100 Gramm. Und das ist sie. Hat einen total schönen Glanz. Also mit 225 Metern ist es halt ein DK-Garn. Also ja, fast doppelte Fingerring-Stärke. Und daraus habe ich dann erstmal einen Probelappen gestrickt. Und mal hier an. Das habe ich so gemacht. Habe ich mich so ausprobiert. Das ist wie immer bei mir gerne gesehen und genommen. Tiefer gestochenes Patent. Und ganz zum Schluss habe ich hier oben dann auch noch mal was probiert. Sieht man das richtig? Ach, so Nüpsis. Ja, das gefiel mir ganz gut. Auf jeden Fall hatte ich dann eine Idee und daraus habe ich dann einen Kaul gestrickt. Und zwar den hier. Machen wir mal andersrum. Warum, weiß ich jetzt auch nicht, gefällt mir irgendwie besser. Diesen Kaul. Also mit tiefer gestochenem Patent und regelmäßig Nüppelchen. Dazu, ah, da sieht man das, das die Verbindungskante. Sieht man aber mehr im Video als. Ah, ich hatte den noch nicht gewaschen. Ich habe den nur teilweise gewaschen. Da bin ich nochmal gespannt, ob sich da was tut.
weil, um zu gucken, wie groß der wird. Und dann habe ich weitergestrickt und den noch nicht weiter gewaschen. Ja, also diesen Kaul. Was wollte ich dazu sagen jetzt? Achso, die Noppen habe ich ja selber ein Tutorial auf YouTube, wie man Noppen ohne Umdrehen des Strickstückes strickt und Noppen, die halt auch draußen bleiben und nicht rein verschwinden. Ja, das ist dieser Kaul. Ich kann mal anziehen, einfach einmal drüber. Und der sitzt. Seht ihr selber, ne? Der sitzt und wackelt und hat Luft und hält schön warm. Dadurch, also der ist doppelt gestrickt, also in der Runde und dann eben am Ende zusammengenäht oder gestrickt, das kann man machen, wie man möchte. Der ja, hält dadurch halt super schön warm, weil der ist, ja, DK doppelt genommen, hält besser, hält besser warm. Genau, das habe ich daraus gezaubert und war mir nicht so sicher, ob das Interesse Anklang irgendwie findet. Hab dann mal auf Instagram eine Umfrage gemacht und ja, da war eine totale Begeisterung irgendwie. Ich war ganz überrascht und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, der kommt in den nächsten Teststrick. Es wird auch, denke ich, nicht so lange dauern. Da werde ich mal gucken, heute oder morgen mal nachzufragen in meiner festen Gruppe, wer mitstrickt und ja, dann wird der bald auch erscheinen, denke ich. So, muss ich aber wieder ausziehen, ach, weil wegen war. Den tun wir auch mal hier drüber. Na, eine Schmetterkante nach vorne. Ne? So, was haben wir denn da? Na, da liegt der nicht so schön. Ja, das waren. Nee, das waren noch nicht meine eigenen Designs. Ich habe noch eins, das wäre auch eine schöne Überleitung dann. Und zwar auch, boah, voller Hundehaare. Ich bin gespannt, wie das heute mit dem Licht klappt. Ihr könnt euch noch an mein rotes Tuch erinnern. Wenn das jetzt nicht klappt, ist das kein Problem. Ich habe Fotos gemacht und dann würde ich die Fotos hier einstellen, sodass ihr das vernünftig sehen könnt. Weil mit dem Rot war das ja gar nichts letzte Mal. Aber keine Angst, ich habe diesmal nur eine rote Sache dabei. Hoffe ich, glaube ich. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dieses Tuch ist fertig. Aber es ist noch nicht gewaschen und gespannt. Das heißt, ich zeige euch das jetzt vor dem Waschen und Spannen. Mal gucken, ob es diesmal besser geht. Oh, ich habe das Gefühl, das ist besser mit dem Licht. Ja, da sieht man die Verzopfungen auch ein bisschen. Und hier unten ist eine Lace-Kante dran gekommen in dem Schwarz. Die Wolle ist ja von Wulpedia. Die Merino, ne, 100% Merino Bio Garn. Mal gucken, ob man das, die Lace-Kante noch ein bisschen besser drauf kriegt. Ja, schön mit Hundehaaren seht ihr ja, aber das kann ich leider nicht vermeiden. Ach, vielleicht vor dem Weiß hier. Ja, da sieht man hier an der Seite. Naja, so einigermaßen. Wie gesagt, sieht man auch besser, wenn es dann gespannt ist. Aber das ist das gigantische Tuch geworden. Aus dem Garn von Wikipedia. Und das ist wirklich groß und noch nicht gespannt. Also, ich gucke einmal. Eine Armlänge und dann nochmal so ein Stück hier dran. Also es wird auch ein tolles Umlegeteil für den ganzen Rücken, wie man sieht hier. Nur mal gucken, ob wir es ganz drauf kriegen einigermaßen. Ja. Ich gucke mir das nachher an. Wenn es nichts ist, stelle ich euch, wie gesagt, die Fotos hier rein. Ja, das hat Spaß gemacht. Also ich hatte irgendwann so einen Hänger, wo es nicht weiterging. Und dann habe ich das ja, nach dem letzten Podcast dann wieder irgendwie in Angriff genommen. Und dann strickte sich das so weg. Also, obwohl das ab der schwarzen Kante noch mal viel mehr Maschen wurden. Also, ja, es hat richtig Spaß gemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie das nach dem Spannen aussieht. Aber irgendwie habe ich das noch nicht hingekriegt. Die Überleitung, die ich erwähnt habe, geht zum neuen und zweiten
Wulpedia-Magazin. Oh, jetzt nicht. Aha, so. Wulpedia-Magazin. Das ist erschienen. Davon habe ich euch vorher schon berichtet. Und zwar, ah, so ist besser. Und zwar habe ich euch erzählt und gezeigt, jetzt habe ich die hier nicht schön drin, dass ich ja diese Socken für dieses Magazin entworfen habe. Das waren meine Kristallitsocken. So, Kristallitsocken. Und ja, Julia hat noch vor Weihnachten das Magazin rausgebracht. Und uns Teilnehmern, das sind sie alle. Das sind alle Teilnehmer aus YouTube und ja, eigentlich sind alle auf YouTube oder waren auf YouTube, glaube ich. Also genau. Und hat uns Teilnehmern die Ausgabe direkt zugeschickt. Ich sage es direkt, bevor ich es vergesse, ihr bekommt das Wulpedia-Magazin entweder bei Julia auf wulpedia.de im Shop oder über Amazon. Und zwar wird das Magazin immer erst gedruckt, wenn ihr das bestellt. Geht wohl am einfachsten, so ist wahrscheinlich auch finanziell am besten so gemacht. Und ja, das gibt's jetzt. Also ich hatte schon irgendwo jemand nachgefragt, oh Gott, habe ich das jetzt verpasst? Nee, ihr verpasst nichts, das gibt's, das wird weitergedruckt. Gar kein Problem, könnt ihr bestellen. Ja, vorne drauf seht ihr schon ein Kind von Julia mit diesem, ich glaube, gehäkelten Umhang. Das ist als Titelbild schon sehr hübsch. Ja, und hinten habe ich ja gesagt, alle möglichen YouTuber und ja, das hier unten ist ja Julia, die kennt ihr. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Das Schöne an dem Magazin ist, kann ich direkt am Vorwort mal zeigen, ist auch nochmal Julia drauf. Dass es auf Deutsch und Englisch aufgeteilt ist. Es ist immer auf der linken Seite Deutsch und auf der rechten Seite Englisch. Bei den Anleitungen, bei den Geschichten, die Leute geschrieben haben, bei allem. Auch Inhaltsverzeichnis, das kann ich euch auch nochmal zeigen hier. Das einmal Deutsch, einmal Englisch. Ja, und das sind alle, ja. Mit Leute, die mitmachen und Anleitungen, glaube ich. Sehr viele Anleitungen. Also vom Stricken als auch Häkeln. Ja, ich weiß jetzt, also ich werde euch jetzt nicht das Ganze, ich zeige euch erstmal meinen Beitrag, so fangen wir das mal an. Wo bin ich denn? Oh ja, das war schon der erste Schock. Also das war ja schon, dass ich da abgebildet bin, war ja schon, Und dann, hoch. Dann macht man hier das Magazin auf und da bin ich dann in riesig drauf. Das war schon irgendwie merkwürdig. Das ist halt ein komisches Gefühl, wenn man noch nie, also sein Gesicht in so einem, ja, ist das schon ein Buch hier gesehen hat. Ja, da stehe ich drauf mit meinen Kontakten und meinem Vorwort, also auch einmal auf Deutsch und auf Englisch. Auch schön mit meinem Zeichen. Ja, bin ich schon stolz drauf. Und dann auch ein riesen Foto von meinen Socken. Ja, auch voll schön. Und ja, daneben halt die Anleitung. Ich darf das so reinhalten. Da könnt ihr jetzt eh nichts sagen. Also die Anleitung geht auch, weil es ja immer doppelt, also Englisch und Deutsch ist über mehrere Seiten. Und am Ende, das zeige ich jetzt trotzdem mal so, ist dann auch noch dieses Foto drin. Ja. Und Abkürzung danach auch noch. Genau. Ja, voll heftig einfach. Ja, was kann ich euch erzählen? Ich finde, wenn ich jetzt wieder durchblicke, bin ich wieder völlig überwältigt. Also es gibt Tücher, gehäkelte sehe ich hier gerade Kleider. Was haben wir noch? Gehäkelte, ja, Tücher habe ich gesagt, Schals. Was haben wir noch hier? Diesen Umhang, den ich euch vorne gezeigt hat. HB, so. Ja, auch Accessoires wie Wimpelketten, Socken, also bei meins war ja eine Socke. Oder was hat er denn hier reingemacht? Weiß ich gar nicht. Gar nichts, also auch schon mal ohne Anleitung, aber dann irgendwie mit viel Text.
Dann hier die Dame. Die Dame kennt ihr auch. Was ist denn ihr Bild? Hier Silvia. Die ist auch hier drin von Maschenbilder. Und hat hier so ein paar Stulpen reingegeben. Jennifer Rusch ist drin mit einem Adventskalender, ist das, glaube ich, ne? Ja, einem Adventskalender. Ja, und eben noch viele, viele mehr. Hier habt ihr, genau, Katrinchens Kirschblüte, die kennt ihr vielleicht vom Häkeln. Ja, also, gibt zwei Sachen zu sagen. Ich bin stolz. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein dürfte, Julia. Das ja, war mal wieder was ganz anderes. Und da ist ihr ein super tolles Heft gelungen. Also, was da für Arbeit drin steckt, das will ich mir gar nicht ausmalen. Und ja, Amazon und unter vulpedia.de findet ihr das Heft zum Bestellen. Ja, jetzt muss ich mich hier wieder los sagen. Ich stelle es mal hier hin. Auch schön hier mit den Taschentüchern. Ne? Aber jetzt sieht man es so schön. Ne? Ja, der kommt hier gleich weg. Dann so, so. Ja, das war sehr spannend und spektakulär vor Weihnachten noch. Und dann habe ich mich natürlich auch hinsetzen müssen und erstmal alles in Ruhe lesen müssen. Oh, jetzt habe ich gerade, wir haben ein neues Vogelhaus und irgendwie wurde das nicht so angenommen. Und jetzt gerade, wo ich hier sitze, fliegt da ein Rotkehlchen hin und ja, ist an diesem Vogelhaus. Das ist ja was Schönes. So. Genau. Ah, hier habt ihr auch nochmal vulpedia.de. So heißt es. Spiegelverkehrt, aber trotzdem. Ja, was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe noch drei Dinge, die ich euch zeigen möchte. Für das eine muss ich mich mal bücken. Und zwar habe ich mir Wolle bestellt gehabt. Und zwar die Soft Tweed von Drops. Ja. Wolltest du Hallo sagen? Komm mal her. Da ist eine schwarze Hundenase. Habt ihr gesehen? Ja, aber jetzt nicht kuscheln, das machen wir gleich. Eine schwarze Hundenase, also Soft Tweed von Drops. So. Einmal in dieser Farbe. Mal. Das ist ein Beige-Ton, Sandton. Ja, eher so wie hier in dem Bereich. Das verfälscht. Ja. Genau, gegen das Weiß sieht man es ganz gut. Was möchten Sie denn? Sitzt der hier, guckt mich an. Jetzt dahin gehen? Nee, ich will jetzt da nicht hingehen. Das machen wir nach dem Video, okay? Ja. Dann habe ich mir dazu, also das war die Grundfarbe. Und dazu habe ich dann noch zwei Farben gekauft, drei Farben gekauft, und zwar diese hier. Genau, mal völlig ungewöhnlich, aber die hat mein Mann mir mehr oder weniger ausgesucht. Hierhin. Also das als Hauptfarbe und die drei als Kontrastfarben, weil ich wollte ein Colorwork-Projekt starten. Als eigenes Design. Genau, dafür habe ich dann eine Maschenprobe gestrickt in der Runde, wie man das macht, und dann aufgeschnitten. Und dabei raus ist das gekommen. Ja, das gefiel mir ziemlich gut. Und dann habe ich gedacht, kann man ja loslegen. Bevor ich jetzt loslege, sage ich euch erstmal, Jaron hat mich gerade so abge. Also irgendwas hat er im Moment. Irgendwie lag er da merkwürdig, wie er sonst nicht liegt. So lauernd. Ja, jetzt bist du wieder hier, ne? Was denn hier? Was ist denn los? Kriegst du zu wenig Liebe? Ja, das glaube ich dir. Ja. So, also nochmal. Es ist die Softweed Mix, so heißt sie. Und zwar hat sie 50 Gramm haben 130 Meter. Und sie besteht aus 50% Wolle, 25% Alpaka und 25% Viskose. Genau. Ja, so, das dazu.
Und ich habe das dann natürlich auch direkt alles angefangen und hatte auch mega Spaß. Ihr hört schon alles zur Vergangenheit von hatte, war. Also das heißt jetzt nicht, das Projekt ist nicht hin oder so, aber ja, ich versuche es euch mal zu zeigen. Das ist der Pulli. Und ich finde den immer noch sehr schön. Genau, das ist die Rundpasse mit dem Muster. Und dann geht es unten ohne Muster weiter. Und tatsächlich ist das mein größtes Problem gerade, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, daran weiter zu stricken. Das Colorwork, überhaupt kein Problem. Bei dem, ich wollte gerade sagen, einfarbigen, doch. Oh, anstrengend fand ich das. Also auch wirklich das Stricken mit dieser Wolle alleine schon. Das war aber beim Colorwork nicht so. Ich kann mir das auch noch nicht erklären. Sandra sagte schon, ah, ist das wie ein Oberteil, das ich zu Ende stricken muss. Aber nee, das will ich ihr auch nicht zumuten. So viel Strickzeit hat sie auch nicht. Ja. Ja, und jetzt liegt das schon ein paar Wochen rum. Ist soweit. Ja. Oben habe ich ein doppeltes Bündchen gearbeitet. Ne, machen wir mal vorne, so hier. Also eins rechts, eins links, doppelt. Dadurch hat das. Ja, fand ich irgendwie passte ganz gut zu so einem Winterpulli. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, also manche Sachen brauchen ja einfach, ne? Also ich werde jetzt nichts, nicht ribbeln und so, um Gottes Willen. Irgendwann finde ich da schon wieder Muße, aber momentan habe ich die einfach nicht dazu. So, kommt daran. Meine Stricktasche mit ganz vielen Buttons. So, genau. Dann als nächstes hatte ich Bock. Nein, Sandra und ich hatten geplant. Ich muss mal eben hier, ich glaube, ich habe irgendwie einen Flusen ins Auge bekommen. Ach, besser. Hatten geplant, einen Weihnachtsanstrich zu machen. Das machen wir ja seit 2 oder 3 Jahren regelmäßig. Und ähnlich wie im letzten Jahr mussten wir den verschieben, weil wegen keine Zeit, keine Wolle, keine Idee, keine Ahnung. Wobei ja Idee auch. Die Idee hat sich tatsächlich auch nochmal verändert. Und wir haben uns dann endgültig entschieden für eine Anleitung von Eleanor Mortensen. Ja, jetzt steht hier wieder nicht drauf, wie sie heißt. Loriensweater. Genau, den Loriensweater zu stricken. Ein Bild habe ich hier, ein kleines, weiß nicht. Ja, das müsstet ihr erkennen können. Ne? Das ist der Loriensweater. Sandra hatte sich sofort rein verliebt. Bei mir war es lieber auf den zweiten Blick. Und dann habe ich sie gefragt, was hältst du eigentlich davon? Und dann war klar, wir machen den. Und nur natürlich, also ich werde den, alles unten, ich werde den definitiv länger stricken, weil das hier ist bauchnabelfrei da. Nee, aus dem Alter sind wir raus. So, genau. An meine Anleitung und wie die aussieht, sieht man schon, da ist so einiges passiert. Wir haben dann, naja, nee, das stimmt gar nicht. Sandra hat noch gar nicht angefangen. Aber ich hatte so eine anstrengende Woche vor mir und habe irgendwie gedacht, ich brauche da irgendein Strickprojekt, was mich ablenkt, hatte aber kein vernünftiges mehr auf der Nadel. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich einfach schon mal anfangen könnte. Und dann hat sie gesagt, ja klar, macht jeder so, wie er will. Sie hat noch nicht angefangen. Ja, deswegen habe ich angefangen. Also angefangen erstmal damit Wolle zu färben. Und zwar habe ich hier die Gipfelwelten von Schmusewolle. Habe ich drei Stränge, was ist denn, drei Stränge in dieser Farbe gefärbt. Oh, das ist dunkel. Also das ist schon so dunkel hier, wie das aussieht. Also in einem kräftigen Lila habe ich voll Bock drauf gehabt. Ist auch überhaupt nicht meine Farbe, ne? Ja, drei Stränge, genau. Und dann brauchte ich natürlich eine Kontrastfarbe.
Also das Witzige dabei ist, ich wollte eigentlich so gleiche Farben färben, wie sie es auch hier hat, die Eleanor Mortensen. Es sind aber völlig andere Farben bei rausgekommen. Aber ich bin da völlig zufrieden mit. Und das war sehr witzig, zeige ich euch gleich. Und das ist mein Kontrastgarn. Das ist so ein Altrosa mit Speckles drin. Sieht man das? Bisschen vieler. Ja, doch, da. Da sieht man die Speckles. Genau. Und jetzt guckt euch mal diese Farbe an. Und kann man das sehen? Weiß ich nicht. Diese Farbe an und diese. Aber dem Lila könnte man jetzt tatsächlich noch auf dem Video denken, das ist gleich. Nee, das erkennt man nicht richtig. Das ist halt alles eher bräunlich und meins ist halt lila und altrosa. Aber ich finde es mega cool, die Kombi. So, Moment. Ich muss die Anleitung eben zusammenlegen, sonst ist die weg und dann. Naja, gut, dann habe ich sie noch auf dem Handy, aber trotzdem. So, also. Die beiden Garne zusammen ist natürlich geiler Kontrast, wird funktionieren. Und hat funktioniert. Schon was gesehen. Und zwar habe ich den die Passe so runtergestrickt. Es hat so einen Spaß gemacht. Also die ersten paar Reihen waren irgendwie mühselig, vielleicht weil ich wieder reinkommen musste, keine Ahnung, ins Colorwork stricken. Aber dann hat es einfach nur noch Spaß gemacht. Das war ein echt richtiges Suchtprojekt. So. Das. Oh. Schön. Oh ja. Oh ja. Ja, das ist gut. Da brauche ich nichts zu sagen, oder? Einfach ein tolles Design. Aber ich liebe. Also ich liebe diese Blätter, die großen, und dann auch diese da. Das, oh, ich finde die so toll. Ja. Und hier bin ich tatsächlich ungefähr, habe ich gerade eben festgestellt, auf dem gleichen Stand fast wie beim anderen Colorwork-Pulli von der Länge. Aber die Wolle lässt sich viel besser verstricken. Das werde ich, ja, wenn ich irgendein Seil gucke, wo ich hingucken muss, kann man das wunderbar unterstricken. Und hier unten kommt ja auch noch was Colorwork dran. Ja, ich finde es toll. Also der wirkt auch richtig super in der Kamera. Ich habe was anders gemacht. Also einmal ist die oben die Farbe normalerweise auch diese hier. Die macht mich aber blasser, deswegen habe ich die wieder nach oben gemacht. Das kennen wir ja schon, das Thema. Und ich habe kein Kaffeeböhnchenmuster als Kragen gestrickt. Nicht Kragen, wie heißt das? Bündchen. Das hat sie halt überall an dem Pulli, sondern ich habe ein glattes Rechtsbündchen mit einer linken Reihe und dann doppelt gestrickt. Habe ich bei einem anderen Pullover von ihr auch schon gemacht, dem Art Deco Sweater. Und ich liebe den und ich liebe diese Bündchen und deswegen wird das hierbei auch so gemacht. Ja. Oh, Knaller, ne? Wie kann man sich so ein schönes Design hier ausdenken? Ja, toll. Ja. Und was braucht man nicht? Nicht? Also, was braucht. Ja, was braucht man. Zum Colorwork stricken zwei Knäuel. Und ja, also der Michael von Frau Wollkekse, also der Mann, macht ja drei, oh Mann, macht ja 3D gedruckte Wollabroller, das wisst ihr ja mittlerweile. Und der war ja schon längere Zeit dabei, einen Puzzleabroller zu entwickeln. Und ja, ich fand die Idee ganz okay und gut, habe halt gedacht, den brauche ich bestimmt nicht, weil ich habe ja mehrere und die stellt man dann da hin und so. Ja, dann habe ich aber einen zu Weihnachten bekommen und habe mich natürlich super gefreut, natürlich, ne? Was sagt, stört mich mein Geschwätz von gestern. Ja, war aber trotzdem noch nicht so überzeugt, dass man den unbedingt braucht. Das hat sich verändert. Diese Einstellung hat sich geändert. Also, das ist er erstmal. Da sind beide Knäuel drauf. Ich mache mal beide runter, dass ihr den richtig seht. Das ist das Objekt. Und zwar ist hier in der Mitte ein Fach. Zum Beispiel für Maschenmarkierer. Ich tue auch meine hier die Nadelstopper. Die lege ich da rein.
Habe ich auch gedacht, braucht man das? Ja, braucht man. Wusste man nur nicht vorher. Jetzt weiß ich's. Ja, und die sind verbunden hier unten mit so Plättchen. Also ich kann den eigentlich jetzt auch hier so auseinander machen. Das ist das Verbindungsstück. Und hier sind dann so Nuten drin. Ich sag vorab, die gibt es noch nicht im Shop. Aber wenn ihr Druck macht, gibt es die vielleicht bald im Shop. Weil ich glaube, das braucht man definitiv. Ja, die andere Seite kann man natürlich genauso abmachen. Und ich glaube, hier in der Mitte könnte man oder kann man vielleicht irgendwann auch andere Sachen dazwischen machen. Es ist super praktisch. Also ich benutze den jetzt tatsächlich nicht nur für Colorwork. Ich habe den fest installiert auf meiner Sofalehne. Also die ist recht breit. Der steht da. Der ist natürlich nochmal stabiler als ein einzelner Abroller. Also heißt, kippt nicht so um, steht dann da und steht da halt, ne? Und egal, was ich stricke, kommen hier jetzt meine Knäuel drauf. Ich stricke gerade zwei Projekte parallel mit einer Farbe jeweils nur. Jetzt ist eine Meise im Vogelhaus. Wie schön. Ach, da freue ich mich. Wir haben schon gedacht, wir hätten das Vogelhaus umsonst gekauft. Also, ja. Und dann ist von der, beide Projekte werden mit einer Farbe gestrickt und das heißt, das eine kommt hier drauf. Das ist jetzt momentan immer drauf. Und auf dem anderen ist gerade das immer drauf. Was das ist, zeige ich euch gleich noch. Und ich brauche da nie irgendwie groß rumsuchen, irgendwas neu drauf machen oder umstellen, sondern es steht da und wird so einfach super zum Benutzen. Ja. Also wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich es brauche. Jetzt will ich nicht mehr drauf verzichten. Oh, man ist doch bescheuert als Stricker, oder? Ah, oh, die hatten auch so schöne, gepostet hatte der Micha so Wollabroller mit so einem ja, Metallic-Effekt quasi schon. Ah, oh, super toll. Ich dachte, ich bräuchte jetzt sowieso erstmal gar keinen mehr, aber wenn du die siehst, oh, die nächste Sucht beim Stricken, ne? Na gut, so viel dazu. 3D Fox Print, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, so heißt der Etsy Shop. Die normalen Wollabroller in groß und klein bekommt ihr da auch jetzt jederzeit gekauft. So, dann habe ich. Dann habe ich von Fiete Garn Supaka. Jetzt ist hier was los am Vogelhaus. Entschuldigung, aber. Ah, freut euch doch einfach mit mir, dass hier die Vögel endlich an ihr Essen kommen. Ach ja, schön. Genau, habe ich zwei Stränge bestellt. Und zwar einmal den hier und den hier. Der ist schon gewickelt. Das ist feinste Sahne, sag ich euch. Ich habe keinen Zettel hier. Also, wie gesagt, Fiete Garn Supaka. Da ist Merino, Seide, Yak drin. War das die Zusammenstellung? Ich glaube schon. Und der läuft 465 Meter auf 100 Gramm. Also eine enorme Lauflänge auch. Hat einen wunderschönen Glanz. Ist ein Single-Garn. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Nehme ich mal weg. Der ist naturbelassen, so wie er ist, und der ist gefärbt von Karin. Und das ist einfach der Knaller, der Knaller. Karin selber wird wohl demnächst ihr erstes Design rausbringen. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal, Karin. Ein sehr, sehr schönes Tuch, was sie entworfen hat. Und das hat sie auch aus dieser Wolle gestrickt. Und ja, wenn es soweit ist, sage ich euch da auf Instagram auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ja, die beiden Farben quasi und da habe ich gedacht, da muss ein Tuch draus werden. Hatte ich dann viele Ideen und so und naja, ich zeige euch, wie weit ich bin. Wie sich das entwickelt, weiß ich noch nicht, aber es sollen definitiv beide Farben reinkommen. Und da habe ich dann wirklich für meine Verhältnisse relativ zeitnah angestrickt, nachdem das Paket da war. Hier ist alles verheddert. Ach.
Naja. Und zwar ein Lace, du, weil ich liebe gerade Lace. Ich habe in, ja, bin drauf gerade. So, bin ich mal gespannt, wie hier die Farbe rüberkommt. Ah, ich finde es einfach so schön. Das ist es. Ah, da muss man hinter dunkel zeigen, glaube ich. Genau. Das hier ran. Das ist das Tuch, was ich angefangen habe. Und es wird nicht jetzt hier einfach nach oben, also das heißt einfach nach oben immer breiter und dann oben die breiteste Stelle. Nee, ab hier, wo der Maschenmarkierer hängt, wird es gerade. Das heißt, es wird wieder ein quergestricktes Tuch von mir mit relativ kurzen Reihen. Also wer gerne Tücher mit kurzen Reihen strickt, da ist das schon mal was für. Ja, aber da wird noch was passieren. Also das bleibt jetzt nicht durchgehend so. Da wird noch was passieren und das macht mir gerade super Spaß. Wolle verstrickt sich super, fühlt sich einfach mega an und also das Muster, vielleicht kann man das hier noch mal besser, wenn ich das. Das Dunkle ist da. Naja, wie auch immer, weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt. Das ist mein aktuelles Tuchprojekt auf den Nadeln. Und ein unruhiger Jaron steht vor mir und will irgendwas von mir. Ich bin fertig jetzt. Wo muss ich denn hin? Hast du so großen Hunger? Ich glaube, er hat einen ganz großen Hunger, weil der kriegt nie was zu essen. Jetzt kommt der andere auch noch. Habe ich das falsche Wort gesagt? Nee, jetzt nicht hier rum. Ne? Ich muss mich wenigstens noch verabschieden können. Willst du auch mal Hallo sagen, Askan? Askan, komm mal her. Komm mal her. Auf den Schoß nehmen kann ich dich nicht. Guck mal hier. Da ist die Hundenase. Da ist sie. Auf dem Schoß geht nicht, ne? Also nicht hier. Ah, guck mal, da ist er ja. Da ist der kleine Asgard, ne? So, Küsschen und fertig. Ja, geschafft. Ich habe heute nichts Spinniges dabei, weil ich einfach wusste, das dauert eh schon lange. Und wenn ich jetzt noch Spinniges in die Kamera halte, dauert das noch viel länger. Und das. Ja, wollte ich nicht. Ach so, was ich euch noch sagen wollte, oh, wer es bis hierhin geschafft hat, ich werde am 24.01. nochmal einen Tag lang einen Rabatt raushauen. Also wer irgendeine Anleitung von mir haben will, also die gibt es dann noch nicht, das muss ich direkt sagen. Aber wer eine Anleitung von mir noch braucht, sollte dazu schlagen, der wird gut. So. Aus gegebenem Anlass mache ich das immer am 24.01. Ja, also dann macht es mal gut. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe aufzunehmen und euch die Sachen endlich alle zeigen konnte und vor allem auch das Wulpedia-Magazin. Lag doch sehr mein Herz dran. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns alsbald wieder. Macht's gut, euer Maschenjedens.